Jo Freunde, was geht? Ich hoffe, ihr seid alle gut drauf, denn der Papa, ja, es geht so, bin ein bisschen erkältet, aber hindert mich nicht dran, ein Defensiv-Tutorial für euch rauszuhauen, pünktlich zum Release von FIFA 21. Ganz, ganz, ganz wichtig, nicht skippen, schaut euch das Video komplett an, in jeder Sekunde könnte irgendwas versteckt sein, das dir weiterhilft und wenn du das überspringst, dann kannst du es auch nicht richtig anwenden, logischerweise. Das ist auch nur Part 1 vom Defensiv-Tutorial, es wird noch Part 2 und Part 3 kommen. Deswegen, falls du neu auf dem Kanal bist, auf jeden Fall abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit du sie auch nicht verpasst. Wir haben eine Woche bis zur Weekend League, bis dahin muss das Verteidigen sitzen. Natürlich ist noch kein FIFA-Gott vom Himmel gefallen, Übung macht den Meister, ist immer die Devise. Und dann erkläre ich euch mal, wie wir jetzt voranschreiten werden. Ich habe das Tutorial so aufgeteilt, dass wir erst ein bisschen Theorie machen werden. Das heißt, ich werde euch gleich einen Controller einblenden, ich werde euch zeigen, was genau ihr braucht, was genau ihr drücken müsst. Im Anschluss von der Theorie gehen wir dann in Videomaterial rein, wo ich euch zeige, wie es funktioniert, wie ich das mache und welche Tasten zu welchem Zeitpunkt, aus welchem Winkel und in welcher Stellung man drücken muss. Da wir nicht alle auf demselben Stand sind, da es Leute gibt, die es vielleicht ein bisschen schlechter beherrschen und es aber auch Leute gibt, die es ein bisschen besser beherrschen, habe ich das Ganze aufgeteilt in zwei Versionen. Die erste Version ist für Leute gedacht, die wirklich überhaupt nicht verteidigen können. Die ist ein bisschen einfacher, aber nicht so effizient wie die zweite Version. Die zweite Version ist definitiv die schwierigere Version, die aber wirklich unheimlich gut klappt. Ihr werdet wirklich selber merken, wie stabil ihr hinten drin steht, beziehungsweise wie präzise ihr verteidigen könnt, wenn ihr es mal schafft, die zweite Version zu beherrschen. Freunde, das Wichtigste in der Defensive ist es, in einem bestimmten Abstand am Gegenspieler so zu kleben, dass er keine Möglichkeit hat, sich weder nach rechts oder nach links aufzudrehen. Das Hauptziel muss für euch sein, den Gegner so gut es geht und so eng es geht zu stellen, in dem bestimmten Abstand und im bestimmten Winkel. So, in der ersten Variante brauchen wir nur die L2-Taste, die R2-Taste, den linken Stick und natürlich die Kreistaste, um den Ball zu bekommen. Wie schon erwähnt, die erste Variante ist die deutlich einfachere Variante, da wir nicht abbremsen müssen. Wir werden die Abbremsfunktion nicht mit reinnehmen, da das richtige Abbremsen ein perfektes Timing benötigt und man auch eine gewisse Anzahl von Spielstunden investieren muss, um richtig abbremsen zu können. Das alles werde ich aber in der zweiten Variante erklären. Das heißt, wir brauchen nur die L2- und R2-Taste, den linken Stick und die Kreistaste. Wir versuchen so gut es geht, Wendungen vom Gegner zu antizipieren. Wir arbeiten immer wieder mit kreisenden Bewegungen nach hinten weg, sodass wir der nicht vorhandenen Abbremsfunktion etwas vorbeugen können, damit wir uns einen kleinen Puffer schaffen können, dass wir den Ball trotzdem bekommen und versuchen mit der L2 und R2-Taste so eng wie möglich am Gegenspieler zu kleben und letzten Endes mit der Kreistaste zu interagieren. Das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ihr braucht die Kreistaste zum richtigen Zeitpunkt, um den Ball zu gewinnen. In FIFA 20 war das so, dass man die Kreistaste eigentlich meiden sollte oder wirklich nur dann nutzen sollte, wenn es auch wirklich klappt. In FIFA 21 braucht ihr die Taste, um den Ball auch wirklich zu bekommen. So, die zweite Variante, die für mich deutlich erfolgreichere, aber auch die schwierigere Variante, beinhaltet nun die Abbremsfunktion. Das heißt, es ändert sich nicht groß was. Wir verteidigen immer noch mit der L2 und R2-Taste in Kombination. Lassen jetzt aber immer wieder mal los, wenn wir das Gefühl haben, der Gegner könnte eine Wendung machen. Das heißt, wir sprinten ihn beispielsweise an. Wenn wir auf derselben Höhe sind wie er, drücken wir die L2-R2-Taste. Sobald wir merken, es könnte eine Wendung kommen oder es ist eine Wendung gekommen, lassen wir sofort die R2-Taste los und versuchen sofort links in die gegengesetzte Richtung zu zeigen, sodass wir der Wendung entgegenlaufen können. Oder wenn ihr wirklich sehr, sehr gut schon im Verteidigen seid, das geht jetzt aber schon in Richtung Elite 1 Top 100, dann macht ihr dasselbe, ihr lauft in seine Richtung, drückt die L2-Taste und wenn ihr merkt, er hat eine Wendung gemacht, lasst ihr beides los, lenkt in die gegengesetzte Richtung und nimmt dann sofort die L2- und R2-Taste wieder mit rein. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr viel Gefühlssache, werdet ihr gleich auch in den Videos sehen. Also es gibt keine Musterlösung, ihr müsst mit sehr, sehr viel Gefühl arbeiten, dass ihr so eng wie möglich am Gegenspieler dranbleiben könnt. Und dafür müsst ihr mit der L2- R2-Taste arbeiten, ihr müsst beides loslassen, sofort wieder aktivieren, mal die L2-Taste loslassen und sofort wieder aktivieren. Das heißt, ihr müsst in einem ständigen Abbremsen und Beschleunigen sein. Klingt vielleicht jetzt am Anfang sehr, sehr kompliziert. Ihr werdet aber gleich in den Videosequenzen merken, wie man das nutzt, in welchen Winkel man das nutzt und wie das Ganze auszusehen hat. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, hier befinden wir uns in einer Situation, wo wir nur die L2 und R2-Taste gedrückt halten, ohne abzubremsen. Das heißt, wir benutzen die erste Version. Ich lasse das Ganze mal durchlaufen und dann gucken wir uns das nochmal in Zeitlupe an.
So, wir sind hier schon auf der L2, R2-Taste, versuchen den Stürmer abzudecken, merken, okay, er spielt ihn nicht ab, gehen auf Mondi, L2, R2 gedrückt halten, rein in den Ball. Er bekommt dann trotzdem den Rebound, spielt den Stürmer an und wir wählen sofort Varane an, versuchen in seinen Rücken reinzukommen mit der L2, R2-Taste. Wir können nicht abbremsen, deswegen müssen wir diese kreisenden Bewegungen machen, um da bleiben zu können. So, jetzt spielt er rüber, wir nehmen den nächsten Spieler L2, R2 und versuchen, so gut es geht, in den Ball ranzukommen. Wie gesagt, das ist nur eine Methode für den Anfang, damit ihr reinkommt in das L2, R2 verteidigen. Wenn ihr einen Gegner habt, der wirklich sehr, sehr wendig verteidigt, werdet ihr eure Probleme haben. Das heißt, versucht nicht zu lange in Version 1 stecken zu bleiben, versucht so schnell es geht in Version 2 zu kommen. Das ist natürlich schon mal ein Anfang, wenn ihr die erste Version beherrscht. Aber langfristig bitte versucht auf Version 2 zu kommen, aber auf Version 2 werden wir gleich noch zu sprechen kommen. Auch die Situation lasse ich euch mal durchlaufen und danach gucken wir es uns in Zeitlupe an. Guckt euch einfach die Tastenbelegungen an, was ich drücke, wo ich hinlaufe und dann haben wir den Ball auch wieder. So, wir haben hier den Ball nächsten Spieler angewählt. Kanté versucht Richarlison hier zu stören. Wir merken, wir sind zu weit weg. Der Außenspieler macht einen Lauf. Wir wählen sofort unseren Außenverteidiger an, haben die L2, R2-Taste drinnen, versuchen den Winkel abzudecken, sodass er den Stürmer nicht anspielen kann, aber auch nicht die Linie langlaufen kann. Und decken hier zu. Er macht eine Wendung und wir können leider nicht abbremsen, weil wir die erste Methode benutzen. Er kann den Ball reinschmeißen bzw. reinspielen. Wir laufen trotzdem an, L2, R2 gedrückt, antizipieren den Laufweg, drücken die Kreistaste und dann ist es sehr, sehr schwierig für den Gegner da durchzukommen. Und das ist Division 1, Freunde. Auch in der nächsten Situation könnt ihr sehen, dass man mit der ersten Variante dem Gegner wirklich sehr, 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 sehr eng auf die Hacken treten kann. Der Gegner versucht sich hier mit einem Konter zu lösen. Ich will meinen Innenverteidiger an, habe die L2, R2-Taste drin, versuche ihn zu stellen, versuche so eng wie möglich an ihn dran zu bleiben. Er kommt vorbei, ich störe ihn hier mit einem kleinen Faulchen. Er spielt den Ball ab bzw. dribbelt hier weg, spielt dann den Stürmer an. Ich will sofort meinen Innenverteidiger an, habe die L2, R2-Taste wieder drin. Und bin hier am Abdrängen und bekomme dann letztendlich auch den Ball. Ein weiteres Beispiel für die erste Version. Wir verlieren hier den Ball im Mittelfeld, haben aber sofort den Innenverteidiger angewählt, können nicht abbremsen mit dieser Methode und müssen gucken, dass wir so schnell wie möglich den Ball bekommen, so schnell wie möglich stellen. Das schaffen wir hier mit der L2, R2-Taste und haben den Ball wieder. So, diese Situation kennen bestimmt die meisten von euch. Der Gegner kommt über den Flügel und ihr wisst nicht, wie ihr zu verteidigen habt. Der Gegner läuft an die Grundlinie und passt dann meistens zum Stürmer oder in den Rückraum. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze funktioniert. So, wir befinden uns weiterhin in der ersten Variante. Das heißt, wir locken die L2 und die R2-Taste ein und versuchen, den Passweg auf die mittleren Stürmer abzudecken. Ihr müsst da intuitiv entscheiden, welcher der zwei Stürmer gefährlicher ist. Am besten deckt ihr beide ab und so könnt ihr den Ball hier gewinnen. Ihr habt natürlich auch die Option, den ballführenden Spieler anzulaufen, versuchen den Ball zu gewinnen. Ihr dürft halt euch bloß nicht ausspielen lassen. Wie gesagt, ihr habt die Qual der Wahl. Ich finde es deutlich einfacher, die Stürmer abzudecken. So, ich habe noch ein paar Beispiele für euch für die erste Variante, die einfachere Variante. Ihr merkt, es klappt auf dem Flügel, es klappt in der Mitte, es klappt vorne, es klappt hinten. Das einzige Problem bei dieser Methode ist, wie gesagt, dass ihr nicht abbremsen könnt und bei flinken Gegenspielern vielleicht ein bisschen Probleme bekommt. Sieht man hier auch bei Pogba zum Beispiel, man kann nicht abbremsen und hat einen riesen Winkel freigemacht für den Stürmer. Und genau dieses Problem werden wir sozusagen in der zweiten Variante lösen. Fangt mit der ersten Variante an und arbeitet euch hoch. So, dann kommen wir jetzt zu Variante 2, die deutlich schwierigere Methode, aber auch die effektivere in meinen Augen. Die Methode bleibt die gleiche, wir benutzen weiterhin die L2 und R2 Tasten, aber benutzen jetzt kleine Pausen, um abbremsen zu können. Das heißt, die Finger kommen auf die L2, R2 Taste und werden wieder losgelassen. Immer wieder, sodass wir im perfekten Winkel zum Gegner stehen und den Ball bekommen können. Schaut euch die Szene gerne mal an, wir werden das Ganze in Zeitlupe gleich nochmal besprechen. Das Ganze sieht so aus, dass wir den Gegner ansprinten, wenn wir auf derselben Höhe sind, die L2 und R2-Taste drücken und sobald wir das Gefühl bekommen, dass der Gegner sich wenden könnte, lassen wir ganz kurz alles los, um unseren Spieler ein bisschen das Tempo rausnehmen zu können und nehmen sofort die L2, R2-Taste wieder rein, wenn wir merken, der Gegner hat entweder die Wendung gemacht oder der Gegner ist einfach weitergelaufen. Und ihr merkt, der Gegner hat hier überhaupt keine Möglichkeit, aus dem Druck rauszukommen, weil wir einfach perfekt stehen. Man sieht hier wirklich, wie eng man am Gegner stehen kann mit diesen pausierenden L2, R2 Steps bzw. Tasten. Der Gegner hat gar keine Möglichkeit, links oder rechts an mir vorbeizukommen. Schaut euch das mal an. Jedes Mal, wenn er sich wendet oder dreht, lasse ich los und drücke dann erneut wieder drauf. Er wendet sich nach links, ich bin da. Er versucht nach rechts wegzukommen, ich bin da. Und er muss letzten Endes den Ball abspielen, sonst verliert er den Ball nämlich.
Ihr müsst auch nicht immer den Ball erobern, sondern meistens reicht es einfach nur, wenn ihr ihn stellt, wenn ihr keine Möglichkeit habt, die Linie entlang zu laufen oder eine Flanke reinzuschlagen, so wie in dieser Situation. Wir drücken hier die L2-R2-Taste, lassen kurz los, drücken wieder erneut drauf, lassen kurz los, drücken wieder drauf und der Gegner muss den Angriff neu aufbauen. Und hier sieht man das wirklich wunderschön. Der Ball kommt auf Mbappé in der Box. Wir haben Varane angewählt. Er täuscht nach rechts an. Wir sind dabei. Lassen kurz los. Nehmen dann die L2-R2-Taste wieder rein. Sind wieder da. Er macht den Dragback. Wir lassen wieder los. Nehmen die L2-Taste wieder rein. Und dann haben wir auch den Ball erobert. Nicht, dass wir uns missverstehen, mit loslassen meine ich beide Tasten, also die L2 und die R2-Taste loslassen. Aber ihr könnt natürlich auch optional mal nur die L2-Taste loslassen, die R2-Taste drin halten, weil ihr ja auch an den Gegenspieler ranrücken müsst. Ja? Wenn ihr dann an dem Gegenspieler dran seid, so wie in dieser Situation, ich bin rangesprintet, der Gegner läuft weiter, hat keine Möglichkeit mehr an die Grundlinie zu kommen, er bricht ab. Wir lassen jetzt intuitiv die Sprinttaste los, holen jetzt wieder L2, R2 rein, decken beweglich beide Winkel ab. Er wendet sich weg, wir lassen wieder kurz los, haben die Sprinttaste drin und der Gegner kann nichts mehr machen. Achtet mal drauf, wie ich anlaufe, wie ich ansprinte, dann die L2, R2-Taste drücke und dann wieder loslasse, um den Ball zu gewinnen. Jetzt ist sie drin und jetzt ist sie wieder draußen und dann haben wir auch abgebremst und haben den Ball erobert. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne hier in den Kommentaren oder schreibt mir auf Instagram. Lasst gerne einen Daumen da, würde mich wirklich sehr, sehr supporten. Wie gesagt, Abo nicht vergessen, es werden noch einige Teile dazu kommen, wo wir wirklich spezifisch auf einzelne Situationen eingehen werden. Sei es auf dem Flügel, sei es im Sturm, sei es im Mittelfeld etc. etc. Und jetzt gibt es noch zwei Videoempfehlungen von mir und dann würde ich sagen, was ist das von mir und die Booster Squad. Tschüss.